Hi und willkommen zurück bei Life is Strange. Also, in der letzten Folge haben wir geschafft, dass Chloe uns glaubt und wir halt in der Zeit zurückgereist sind zum Weltuntergangsparty und haben ihr das alles erzählt. Und ja, wir waren ja gerade bei diesem Weltuntergang wieder und ja, sind wir wieder im Klassenzimmer gelandet und dann hat Mr. Jefferson mit uns geredet und das war richtig kurios gewesen. Würde ich aber sagen, was machen wir da weiter? Und sind jetzt hier gelandet. Also, was... Ich weiß jetzt nicht, welche Tür wir nehmen müssen. Aber irgendwie... Kate lebt doch. Hey, Kate. Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are you? You never understood me or what happened to me. Now my family will never leave me alone. And that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Also das war jetzt gerade kurios. Okay, das ist ja die... Der Scheißraum, aber... Ansehen. Ich denke mal, dass wir in unser Zimmer gehen müssen. Würde ich sagen. Da war ja am Ende des Ganges. Wieder falsch. Ich weiß echt nicht, in welchen Raum wir müssen. Weil wir landen immer wieder hier. Ne, auch nicht. Wir landen immer wieder in dasselbe. Die haben wir schon geöffnet, die auch. This hall never ends. I better find something. Wir müssen ja vielleicht in Victorias Zimmer gehen. Oder hier rein. Nein, auch wieder nicht. Also, das ist gerade ein bisschen verflixt. Kommen wir nicht durch. Eine Tür hatten wir noch nicht probiert. Skates. Guck mal, wie aus dem Wohnraum. Raus, überhaupt raus können. Ich weiß echt nicht, welche Tür wir jetzt nehmen sollen. Raus können wir auf jeden Fall nicht.
Puh, es ist gerade ein bisschen knifflig. Aber schauen wir erstmal nach, ob wir noch irgendwelche Bilder machen müssen. Chloe Price Forever. Die Karte soll uns anscheinend zeigen. Aber irgendwie. Also, das ist gerade ein bisschen kurios. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich bin gerade echt durch jede Zimmertür gelaufen. Echt komisch, dass wir gerade hier nicht rauskommen, weil das irgendwie voll behindert ist. Ach. 218. Okay. Okay, sagen wir das. TV-Lounge umkreist. Rachel, she was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. 6 months ago, she just left Arcadia. Vielleicht unser Zimmer? Rachel Amber. Ah, wir haben es geschafft. Vielleicht müssen wir jetzt ein... ihr Zimmer gehen? Unser Zimmer, das weiß man ja. Wir haben es geschafft. Wuhu. Okay, alles läuft rückwärts. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Jefferson is coming after me, Max. Dude.
So, würde ich aber sagen, dass wir hier aufhören und in der nächsten Folge weitermachen, weil es ja wieder soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich schaue beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Life is Strange. Ciao.